Hey Leute, sind wir wieder in Spellstone. Wie ihr seht, sind wir kurz vorm Stufe 22 Red Boss, aber es ist verdammt schwer. Ich habe schon so viel am Deck rumgebastelt, aber es läuft nicht so bei mir. Ich habe zu wenig Untote. Ich bin nur Platz 8 bei uns. Zum Glück läuft es bei anderen besser bei uns. Wichtig, es ist ein Teamspiel. Das heißt, alle müssen zusammenhelfen. Und das tun sie. Und deswegen haben wir bald 22. Und Rang 34 ist auch saugeil. So, letztens waren wir Platz 117. Also das ist eine riesige Steigerung. Ihr seht, habe ich den Helden gewechselt. Damit ich bei den Skeletten vom Gegner schon mal eine Unsichtbarkeit wegmache. Und mehr mit meinem Blitzen und Frostbreath arbeiten kann. Oh, er hat einen geilen Start mit seinen Berserk-Karten. Ja, aber es ist wirklich hart geworden. Man kann es nicht schön reden. Ich habe höher als 22 werden wir auch nicht kommen. Kriege ich bei einem so geile Token mit 6,19, das ist schon krass. Aber ja, ich verliere das meiste, ich gebe es ehrlich zu. Ich komme gerade nicht mehr so klar, weil weiß ich nicht, wie ich das Deck umbauen sollte. Ja, mir fehlt auch der Staub dazu und so weiter, also ja. Was soll's. 20.000 Punkte sollten locker reichen. Bis 13 Uhr füllt sich ja noch Energie auf und dann ist das Event quasi vorbei. Man kann dann noch Refills kaufen, bla bla bla. Aber ja, das ist dann zu viel Pay to Win dann, ne? Ich glaube, mit Stufe 22 können wir uns gut geschlagen geben. Das war echt ein harter Raid mit diesen fucking Skeletten. Wobei ich auch sagen muss, wie schon mal gesagt, ohne die Skelette wäre es viel zu einfach gewesen. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ja, diese Karte hier mit Blitz alle 6, das tut schon weh. Vor allem, weil er Verhexen alle 3 hat. Aber der bin ich mit einem Lebenspunkt. Perfekt, oder? Ich habe immer ein Glück, hä? Einen fucking Lebenspunkt. Ja, darf ich nicht zu früh freuen, ne? Könnt ihr mir gerne wieder sagen, wie weit ihr gekommen seid? Welche Stufe ihr seid? Wie, ob es für euch leichter ist als für mich? Also für mich ist es wirklich schwer geworden. Mein Deck ist jetzt nicht so passend dazu. Ich bräuchte mehr Heilenkarten und so weiter. Ich habe leider keine Heilen, alle Karten, bis auf die mit Untoten nur. Sonst dieser Froschengel fehlt mir zum Beispiel, oder... Was gibt's denn noch? Ah, dieser Drache mit den zwei Verzögerungen, der ist auch geil. Aber ja. Was soll's? Was ich mich noch mehr freue, ist, dass ja ein Guild War ist am Wochenende. Das wird richtig geil. Ich freue mich schon sehr drauf. Donnerstag ist das Placement und Freitag beginnt der Guild War. Das wird richtig geil. Können die Wehrhasen wieder die Muskeln spielen lassen. Aber die Kämpfe geht es ja auch so lang immer, ne? Aber ja, ich krieg hart auf die Schnauze. Bin schon bei den letzten Karten. Na, gratuliere. Naja, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Und 39 Punkte für den Heal-Lager ist geil. Aber wie ihr seht, wir haben gleich die 22. Schon mal sehr wichtig. Und ja, ich glaube, das war's dann aber auch. Es reicht auch. Das ist zwei besser als beim letzten Mal, obwohl man sagen muss, der letzte war nicht so schwer, aber da waren wir noch nicht so stark.
Mit so einem Highlight, ne, und die vielen Lebenspunkte. Das tut schon weh. Jetzt habe ich für Oni leider auch keinen Engel. Ich brauche immer mehr Engel im Deck-Up und immer mehr Untote. Der Buff ja bald mal vorbei ist, nächste Woche. Ja, wie ihr seht, es ist verdammt schwer. Also auf knapp 22 tut es schon weh. Wir springen mal ein bisschen rum. Aber jammern hilft auch nichts, also einfach weitermachen. Jeder Schaden zählt am Gegner. Es ist alles wichtig, 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 wichtig. Also der hat er dreimal drin sogar. Alter. Ah, 5 nur, das war fies. Es ist immer das Gleiche. Wenn ein Buff wechselt, tut man sich immer so schwer. Weil man nicht genau weiß, was als nächstes kommt. Es tippen zwar alle auf Drachen, was ziemlich geil wäre. Aber ja, ob ich das jetzt schon glauben soll, weiß ich noch nicht. Ich weiß auch, meine Doppelschlagkarten sind jetzt nicht so das Beste hier. Aber ich sag ja. Der Raid ist eh schon vorbei quasi für uns. Das Ziel war ja Top 26 bis 80. Was eine komische Platzierung hier ist. Und das sollten wir locker hinkriegen. Das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. In diesem schweren Raid kann man da richtig stolz drauf sein. Meine Fresse, ich gönne hier auch gar nichts mehr, ne? Scheißegal. Muss ein bisschen Schaden machen. Echt krass, oder? Echt krass. Der hat so OP-Karten schon. Frag mich, wie da manche auf 27 und so weiter schon kommen. Jetzt machen wir noch. Start gern mit diesem Untoten, weil selbst wenn er nicht drankommt, er hält schon mal viel Schaden ab und hinterlässt dann ein super Skelett, was dann direkt angreifen kann. Deswegen finde ich den hier gar nicht so schlecht. Da kündigen sie am 1. Mai was an. Weil für den April haben sie auch die kompletten Monate für uns vorhergesagt sozusagen. In den kommenden Events. Oh, den ersten eingefroren, das war geil. Seht ihr, was die Schaden macht? Einfach nur Wahnsinn. Aber ja, bis 13 Uhr sammle ich noch Energie und dann mal sehen, bis zum Abend, wie es dann so aussieht. Aber ich krieg hier richtig hart am Sack. Muss aber auch mal sein, man muss seine Grenzen kennenlernen. Ich habe halt einfach zu wenig Untote hier. Ich finde, das sind hier das ist der Way to go mit Untoten. Damit man eben gleich viel Skelette hat. Das war wie so beim Seafolk-Buff damals. War ja auch so. Es hat der gewonnen, der mehr Seafolk-Karten am Platz hat. Also am Feld. Gegen Seafolk hat nur Seafolk geholfen. Das war krass, ne? Ach, scheiß drauf, eine machen wir noch. Also gar keine Gewinnkarte echt nicht mehr sein, oder? Ich will nur eine fucking Stufe 22 schnell erreichen noch. Weil es auch komisch ein Event ist, je schneller man die nächste Stufe erreicht, umso höher ist man platziert. Also wir sollten jetzt bald mal echt die 22 schaffen. Wobei ich jetzt leider nicht so viel mithelfen kann. Jetzt kommen die wieder dran. Ja, ich hab zu viel schnelle Karten. Man muss hier langsamere Karten spielen. Vor allem langsamere Untote, aber ja, die habe ich ja nicht. Was ich auch hasse, wenn ständig einer mit einem Leben überlebt und dann Blitz 6 raushaut. Die zwei fetten Untoten bei mir in erster Stelle, die machen schon was aus. Die machen schon was aus. Nur die alleine retten mich halt auch nicht. Ah, tot. Aber sie haben zwei geile Skelette hinterlassen. Schon krass, wie vor allem die Gegner-Skelette durch verbessern alle Berserk 2. Das ist so OP vom Gegner.
weil jedes Skelett dann einfach Berserk 5 hat. Das ist doch einfach nicht mehr lustig. Absolut, wir können ein bisschen Schaden machen. Das ist das Wichtigste. 22 ist okay, ist okay. Ja, bald ist er tot. Bald ist er tot. Wir sind zurzeit Rang 34, was ziemlich geil ist. Ja, ich frage mich, wie die ersten 27 geschafft haben, aber ich glaube auch mit Refills kaufen. Da ist noch dazu. Also alle haben 22, 22, 22. Sind die letzten hier, also die ersten hier noch mit 21. Und ja, da sollten wir uns also unbedingt mal die 22 schaffen, um unseren Platz zu halten. Aber ist schon richtig geil. Also letztens 117, jetzt Platz 34. Hammer, Hammer. Du darfst das nie unterschätzen. Beim letzten Guild Clash war Rang 19, jetzt Rang 34 bis jetzt. Also ist schon geil, wie es bei uns läuft. Dem Guild War werden wir auch wieder hart abgehen. Oh ja. Freue mich schon sehr drauf. Auf jeden Fall, Leute, viel Glück noch, hoffentlich mehr sich. Haut rein und ciao.